Hallo und ganz herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Ich stehe gerade auf einer kleinen Seebrücke. Und zwar stehe ich über der Ostsee. Und ich muss sehr laut sprechen, weil es sehr, sehr windig ist. Heute gehe ich am Strand spazieren und ich nehme euch mit auf einen Spaziergang. So, und als erstes gehen wir mal wieder zurück an den Strand. Kommt mit und lernt Deutsch. Das hier sind zum Beispiel Rettungsringe. Wenn jemand zum Beispiel schwimmen geht und Probleme im Wasser hat, dann kann man ihm oder ihr mit diesen Rettungsringen helfen. Der Ring, also sagt man auch der Rettungsring. Was kann man also am Strand finden? Das hier ist zum Beispiel ein Sandstrand. Das hier ist Sand, der Sand. Sand hat übrigens keinen Plural. Am Strand findet man auch Steine. Das ist ein Stein. Der Stein. Die Steine. Am Strand findet man auch Federn. Die Feder. Plural. Federn. Am Strand findet man auch Quallen. Das ist eine Qualle. Die bringe ich aber wieder zurück ins Meer. So, und jetzt gehen wir weiter. Manchmal gibt es hier auch ganz große Steine. Diese Steine kommen aus der Eiszeit. Die Eiszeit war vor vielen tausend Jahren. Damals war viele, viele, viele Meter über uns Eis. Und heute bleiben noch diese Steine. Auf Deutsch sagt man der Findling. Findlinge ist Plural. Und hier haben wir ein Findling an der Ostsee. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt wieder viel in diesem Video gelernt. Viel zum Thema Strand und Meer. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch in meinen Kursen lernen. Ich biete Kurse zum Beispiel für B1 Plus oder B2. Schaut doch mal vorbei und vielleicht sehen wir uns ja in meinem Unterricht. Tschüss!